möglichen. Alles aus dem Bild. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. Jetzt sieht es wieder normal aus hier. Abgesehen von dem Obst aus dem Bild. Soll ich da nochmal die Tür aufmachen? Ja, jetzt ist hier nämlich nur noch die Abstellkammer drin. Hier ist noch unser Paprika-Gewürz und vorhin. Haben wir nicht irgendwo einen Schlüssel? Ach ne, wir waren noch nicht in diesem Keller-Ding da, oder? Also hier in dem. Oder waren wir da schon? Muss ich da jetzt wirklich runtergehen? Ich gehe da jetzt runter, weil ich nicht weiß, was so sonst. Was da sonst noch. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Nee, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich schwöre, es gibt auch Leute, die haben wirklich so Keller. Da geht man so rein und es sieht genauso aus. So riesengroß und alles ist vollgestellt mit so und dann so ein Licht und alles. Wer geht denn da rein so? Wer holt sich denn da so? Oh ja, ich habe was im Keller verstaut. Das muss ich dann mal kurz rausholen. Ich gehe mal kurz runter. Genau. Das sind halt einfach alte Keller, ne? Also früher war das wahrscheinlich echt einfach so, weil es halt so war. Da sahen alle Keller so aus. Aber das ist ja wohl grauenvoll. Okay, was haben wir hier? Zeugnis, lesen 3453, schreiben 4234, Mathematik 5453, bla 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 bla. Kunst 1121, Musik 2121, Sport vom Unterricht entschuldigt. Okay. Du altes Zeugnis. Was war das? Habt ihr das gehört? Das klang irgendwie. Sich irgendwas Metallisches bewegt. Ist auch irgendwie, auch das hier ist schon wieder so krass vom Licht und so weiter, wie das hier so angeleuchtet wird. Ich gehe einfach mal jetzt hier weiter, weil ja, okay, aber hier ist ja jetzt nichts, oder? Ach ja, Leute, also es ist einfach schon 2 Stunden 15 Minuten spiele ich das jetzt hier schon und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt immer noch das erste Kapitel ist und ich einfach nur langsam unterwegs bin oder so. Oder ob das einfach das ganze Spiel ist, was einfach so weitergeht. Ich dachte, das hat Kapitel. Und ja, also wenn sich jetzt hier nicht in absehbarer Zeit was tut, dann würde ich aus dem Ganzen eine Folge jetzt mal machen und das dann abschließen. Aber die Ratte läuft mir einfach hinterher. Ansonsten weiß ich nämlich jetzt. Ah, hier war ja das Bild drin, fällt mir gerade noch ein. Da gehe ich da jetzt mal rein. Vielleicht hat sich hier was verändert. Das sah vorhin definitiv anders aus hier. Also no, this is private. Ja, das hat sie vorhin allerdings auch schon gesagt. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you he really lusted for. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen so hoch, habe ich das nicht schon gelesen? Naja. So hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben. Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schleicht nur noch
in seinem Arbeitszimmer herum und arbeitet wie besessen an einer Misslungengemälde nach dem anderen. Er will nicht mal mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat, dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick, eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemanns wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Ich weiß gar nicht, das hat mich. Die Prothese-Ding, das ist auch an der Wand. Das ist. Das war es vorhin auch schon. Okay. Okay, am Bild hat sich jetzt nichts geändert, aber ich kann da irgendwie was machen. Und ich schaue nochmal kurz, ob ich jetzt hier einen Schlüssel. Nee, habe ich nicht. Ah, die Fetzen, die wir eingesammelt haben, müssen, glaube ich, auf das Bild. Kann das sein? Oder auch nicht, aber. Oh, sieht auch interessant aus. Zwei Flamingo-Dinger. Moths drawn to the fire between them. No matter if it the flame was desire, despair, or hate. Jetzt ist der Schrank da aufgegangen. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Okay, also das ist offensichtlich ein Stück Haut. It must be sharper. Wie die immer verrückt geworden sind, alle da in. Okay, was haben wir hier noch so? Ich kann es nicht so gut lesen. Was steht da? Ah, so das, was er gerade gesagt hat, das steht da. Okay, gut. Okay, das ist aber zu. Och nö, sag mir jetzt, ich muss jetzt für alle Schlüssel finden. Das wäre aber ein bisschen viel. Ich gehe jetzt nochmal hier raus, mal schauen. Okay, hat sich auch wieder der Weg geändert. Ich trete hiermit vom Dienst als Dienstmädchen in unleserlich Haus zurück. Mary Smith. Kündigungsmitteilung ist das. Okay. Das Hausmädchen hat gekündigt. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du hast die ganze Nacht geschwitzt und gezittert. Und jetzt hast du dich wie immer in deiner Werkstatt eingeschlossen. Dieser ganze Leiden der Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Not like I'm some drunkard. I know how to handle my liquor. Die Augen von dem Reh waren eben rot für den Hirsch. You keep the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Okay, also sie sagt, du hast das Feuer in deinem Arbeitszimmer nur an, um mich aufzuhalten. Hast du mich so sehr? Und wir haben ja vorhin diesen Zettel gelesen, wo stand, dass in diesem einen Kaufhaus so ein Brand war und sie hat halt eine Prothese und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass sie eine Angst hat vor Feuer, weil
weil sie vielleicht in diesem Feuer war und er hat in seinem Arbeitszimmer Feuer an und sie traut sich dann nicht in seine Gegenwart oder so, wenn da das Feuer ist. Irgendwie so vielleicht. Okay, ich gehe mal weiter. Don't push me away. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, das Bild in echt. Also ein Foto davon oder so. Okay, die ist wieder zu. All I asked for was an edible meal. At least one that had any taste at all. Ach ja. Das ist mein Haus. Du kannst mich nicht länger einschließen. Wenn du so viel Angst vor Feuer hast, wie kannst du dann die Fluchtwege versperren? Suddenly everything I find relaxing is a fire hazard. Alles, was mich entspannt, ist plötzlich brandgefährlich. Okay, eine Pfeife, die brennt natürlich auch in dem Sinne. Oh, okay, hier das Bild kennen wir, glaube ich, auch. Ja, okay, das ist ein Aufzug, aber ich gehe noch mal ganz kurz, wenn ich da jetzt nämlich mit dem Aufzug fahre. Wir waren ja eigentlich, kann man hier auch noch durch diese Tür? Nee, die ist zu, alles klar, dachte ich mir. Dann ist das unser Weg. Ich schaue mich immer so gerne so ein bisschen hier nach oben und rush da nicht so durch. Sogar diese kleinen Cracks da in dem Glas. Schön cool. Okay. Ja, in welche Richtung? Emergency Operation. Ach, ich muss natürlich erstmal was machen, sorry. Ich kenne mich nicht mit solchen alten Farben. Okay. Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Da hinten zugefallen, die gerade noch auf war. Hier sind die Berechnungen, um die sie gebeten haben. 10 Kilowatt pro Zimmer. 10 mal 3 ist gleich 300. 3, I don't know. 3 Montag, I don't know. Sie müssen auch die Kosten der Lampen für jedes Zimmer mit einbeziehen. Hochachtungsvoll, Gregory Baker, Buchhalter. Mir ist egal, wie viel es kostet, sie hat Angst vor Feuer. Wir werden Strom haben und fertig. I can't. Was? I can't. It can't be undone. Ah.
Lassen Sie uns über den symbolischen Aspekt Ihres Schaffens reden. Ich würde das lieber nicht. Warum ist das so? Symbolismus ist so ein Wort, mit dem oft herumgeworfen wird. Meistens dann, wenn Menschen nicht so richtig wissen, was sie von dir halten sollen. Die schlimmste Frage, die Sie mir überhaupt stellen könnten, ist, was haben Sie damit gemeint? Wenn es so einfach wäre, hätte ich es nicht gemalt. Ich hätte es Ihnen einfach gesagt. Selbstverständlich können wir generell über Themen sprechen, die mich schon immer inspiriert haben. Dualität, Konflikt. Ich glaube, dass sich alle Kunst um eine Art von Kampf dreht. Ob wir das erkennen können oder nicht, das ist natürlich eine ganz andere Sache. The life of painting, the soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life, 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 fire! Okay. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Und ja, da steht das. Gehe ich mal hier raus aus der Tür, wenn ich da mal vorbeikomme. Ja. So viele Wege, so viele Türen. Die ist bestimmt zu, ja, richtig. War wieder ein neues, eine neue Bildseite. Hier sind die Berechnungen, um die sie gebeten haben. Derselbe Brief wie vorhin. Tür ist wieder zu. Ich muss ja sagen, die Lichter, also Leuchtturmatmosphäre fand ich gruseliger, muss ich sagen. Also in dem Leuchtturm, diese Räume und diese Gänge, dieses Enge und so weiter, das war irgendwie, obwohl das so klein war, da hat man dann irgendwie immer gedacht, jetzt passiert doch gleich was und um die nächste Ecke ist doch dann was so. Aber es war ja nicht wirklich was und hier hat man so viel zu erkunden. Das ist auch richtig, richtig, richtig cool, aber so. Es war irgendwie gruseliger in dem Leuchtturm, fand ich. Gibt's das Bild so wirklich? Haben die das damals schon so gemacht mit diesem doppelbelichtungsmäßigen Effekt? Ja, hier sieht alles gleich aus. Also wird es wahrscheinlich auch egal sein, wo ich langlaufe. Es wird bestimmt wieder runterfallen oder so. Ja. Aber hier ist jetzt keine Fußspur mehr drauf. Aber hier unten sind Fußspuren auf dem Boden. Vielleicht folge ich denen einfach mal. War wahrscheinlich richtig. Hier sind noch die Fußspuren und da ist eine Tür aufgegangen.
Oh, ein Schlüssel. Vielleicht ist es ein weiterer Schlüssel von diesem Schränkchen in dem Raum, wo der Bilderrahmen steht. Die Staffelei, Emily. Es wäre aber wirklich heftig, wenn wir für jedes Schranktürchen dieses Schranks einen Schlüssel finden müssen. Das wäre wirklich viel Arbeit. Das waren schon einige. Ah ne, hier war eine Tür abgeschlossen. Oder war es die? Ja, die war es. Aber dafür ist der Schlüssel scheinbar nicht gedacht. Ah, hier. Dafür war der Schlüssel jetzt gedacht. Tageslicht. 23. März. Es ist schon eine Weile her. Ich habe 6 Monate gebraucht, um wieder einen Stift halten zu können. 6 lange, schmerzvolle Monate. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Es tut zwar noch weh, aber der Schmerz ist gerade noch so erträglich genug, um ein paar flüchtige Striche zu Papier bringen zu können. Die Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Menschen, wie tiefsinnig. Ich glaube, ich sollte mich lieber noch ein bisschen ausruhen, bevor die antiken Philosophen in Verlegenheit bringe. Okay. Hier war das Bild, wo das Obst rausgefallen war. Und so schnell ändert sich das Wetter. Geht jetzt die Tür halt auf? Nein, die ist immer noch zu. I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Das Licht, da soll ich hingehen. Aber ich gehe, also das Rote, aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier. Okay. Aber ich weiß ja nicht, habe ich was verpasst auf der anderen Seite? Soll ich doch nochmal zurück? Noch eine Seite. Ich sag immer Seite, aber wie soll ich es nennen? Fetzen, ein Gemäldefetzen. Klein. Und jetzt? Okay, das ist wahrscheinlich, hat sich jetzt hinter mir. Ich wollte gerade sagen, hat sich hinter mir wieder was geändert. Wenn ich da nur so nah ran soll. Dieser hässliche Sessel hier. Should I follow? Which path should I follow? So rum. Ist genauso wie dieses Sasa Lele. Sail, Sasa Lele. You always wanted to have a huge garden. Green calmed your nerves, you said. Mein Spiegelbild. I always loved painting blood. Is this the right door for you? Alter, das ist echt ja richtig umfangreich hier und diese Gänge und alles. Wir haben einfach schon, ist einfach schon fast 3 Stunden jetzt das Spiel. Also ich glaube, das ist kein Kapitel. Also irgendwie glaube ich das nicht. Leinwandkriecher, Masse aus pulsierendem Fell, von Gift zu Farbe, Feuer, Endlösung. Ah,
Das Symbol haben wir ja vorhin auch schon öfter mal gesehen. Auf dem Tisch. Oh, das sind Treppen nach oben. Okay, dann nehmen wir die doch einfach mal. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it! I need to fight the darkness. War das nicht gerade da zum Aufheben? Ja. Kerze. We can have electricity in the bedroom and in the piano room. Apart from that, if you don't want to be around fire, just don't go near it. I never wanted it to come to that. But here we are. I will protect myself. Oh, okay. Von davon habe ich, glaube ich, schon auf... Halte L2, um die Laterne zu benutzen. Davon habe ich auf YouTube schon was gesehen. Kurz, Moment. Ja, was soll das jetzt heißen? Was ist jetzt mit diesem Ding? Ach so, fokussiere das Licht R2, L2, um das Licht zu fahren. Für sagen wahrscheinlich für den ganzen Schrankschlüssel. Seit meinem letzten Brief sind die Dinge nur noch schlimmer geworden. Erst gestern brach ein Hocker unter mir zusammen. Meine Tasse klebte am Küchentisch fest. Wir brauchen neue Bedienstete, aber die Leute sind zu faul. Es ist, als wollte hochachtungsvoll Kim Kardashian. Ja, es sieht wirklich krass aus, vor allem wenn man mal so bedenkt, wow, dieses Licht, dieser Lichteffekt. Ich kann nicht mehr, ich kann mich da richtig lange dran satt sehen. Das ist einfach, das sieht so gut aus. Schaut mal auch diese Lichtblitze vom Sturm, wie sich das auf dem Bild und im Rahmen so spiegelt. Also man sieht richtig die Textur auch so. Es ist wirklich schon sehr cool. Was ist das? Okay, gehen wir mal weiter. Boah, ich habe irgendwie gar keine Lust darauf, ne? Also ich habe das schon auf YouTube gesehen, glaube ich, was man mit dieser Lampe und so machen muss. Und was dann noch so kommt, I mean, vielleicht weiß ich dadurch wenigstens ungefähr, was ich machen soll, aber so richtig Lust habe ich nicht drauf. Frau Unleserlich, ich kündige die Arbeit in diesem Haus vom heutigen Tag an. Ich glaube nicht, dass ich meine Gründe erklären muss. Sie wissen, wie das Leben in diesem Haus ist. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann würde ich Ihnen raten, mehr Verständnis für Ihre zukünftigen Bediensteten zu haben und etwas netter zu sein. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. You understand? I'm working in here! I swear if I'm interrupted one more time! I thought it would be harder. It should be harder.
Bones shouldn't break so easily. Was für eine Story einfach. Was da alles für Kopfkino abgeht bei diesen ganzen Zusammenhängen. Kommt jetzt dieses... Jetzt sind die Türen hier aufgegangen. Wow, sorry. lege ich mal die Schallplatte auf und starte die Party. Zieht sich so das Ganze. It cannot be undone. Immer dieses Schlafzimmer. Echt ein gruseliges Schlafzimmer. Noch ein Schlafzimmer. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Okay, hat Knochen benutzt für weiße Farbe, weiße Farbe herzustellen, beziehungsweise da reingemischt. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ja, und hier sind wir wieder in unserem Lieblingsraum.